Jojo, Freunde, was geht ab? Hier ist wieder Armin von Immer Fresh und herzlich willkommen zu einer seit langem einer Outfit-Reaction von Contra K. Der Song heißt Namen und geht verdient auch geisteskrank ab. Video von Chao Casado. Abriss, die Jungs waren auf jeden Fall auch an verschiedenen Locations unterwegs, unter anderem in Australien, wo sie bei den Waldbränden mit angepackt haben, auch einen Drop im Loyal-Shop auf den Markt gebracht haben, nur um dann die Spenden an Australien bzw. an Organisationen zu spenden. Und da fangen wir auch schon hier thematisch passend mit dem ersten Piece an, und zwar der Loyal Hoodie. Sehr freshes Design, wie ich finde, mit einem Adler, der eine Schlange jagt. Ist von Contra K's Eigenmarke Loyal Athletics. Ist, wie es für uns aussieht, noch nicht gedroppt, aber wenn das Piece erscheint, dann im Loyal Athletics Shop. Den verlinken wir euch, genauso wie alle anderen Pieces, die wir euch hier vorstellen, in der Beschreibung und auf der Website immerfresh.de. Was man hier aber im Banner sieht, da ist auch nochmal ein T-Shirt mit dem Design, also wird wahrscheinlich bald kommen. Eigentlich können wir auch schon hier direkt auf die Hose eingehen, die Contra K dazu kombiniert, weil da sieht man den Patch. Ist eine Cargo von der Marke Stone Island und kostet 492 Euro. Wenn wir eine günstigere Cargo von Stone Island finden, weil 492 ist schon happig, also wer es hat, gönnt sie euch, verlinken wir sie euch im Artikel auf der Website. Okay, eigentlich können wir jetzt auch schon auf die Sneaker eingehen, die Contra K zu dem Outfit kombiniert. Er hat noch nicht angefangen zu rappen, wir sind schon mitten im Machen. Es sind Nike Air Max 270er und die Farbe heißt, soweit ich weiß, Hyper Crimson. Wir kennen sie schon von damals, da hat sie Samra in Wir Ticken getragen, unter anderem. Ist, weil es halt schon ein älteres Modell ist, überall sold out, auch wenn ich die Farbe mega fresh finde. Wir verlinken ihn euch trotzdem mal, falls er verfügbar sein sollte. Sonst könnt ihr bei den aktuellen 270ern vorbeischauen. Da gibt es vielleicht auch coole Colorways. Verlinken wir euch auch eine Übersichtsseite. Denn wie viele tausend haben wir vergessen? Sag mir deinen Namen nicht. Denn wie viele tausend haben wir vergessen? Alter, krass, ne? Contra K auf jeden Fall einzigartiger Künstler in dieser Rap-Welt. Daher auch der Hype verdient. Ich feier es halt mega, dass er so ein bisschen motivational und so deepe Vibes reinbringt. Auch sehr musikalisch. Und hier sehen wir auch schon das zweite Outfit aus den leider Gottes abgebrannten Wäldern von Australien. Hier trägt der Valentino-Sneaker. Die könnt ihr hier nochmal sehen. Sind momentan sold out. Wenn es die noch irgendwo gibt, dann verlinken wir sie euch auch. Zum Oberteil und zur Jeans kommen wir noch. Man kocht am Ende das für immer. Der Teufel erkennt seine Brüder, wo er will. Zack. Übrigens, wer sich fürs Auto aus dem Musikvideo interessiert, auch ein sehr cooler Klassiker. Es ist der Mercedes-Benz 190 SL und kostet hier als Neuwagen zum Beispiel 166.000 Euro. Hat hier auch die rote Innenausstattung am Start. Auf jeden Fall auch stylmäßig ist Contra K sehr on point. Rockt hier ein Longsleeve, boah, danach haben wir sehr, sehr lange gesucht. Von der Marke Army of Me, das kostet 222 Euro. Das ist, soweit wir es genau verglichen haben, nicht das exakte. Ist aber das Modell, was noch verfügbar ist, weil das exakte von Contra K gibt es anscheinend nicht mehr. Hat auch hinten die mittige Naht. Sag man, ich lieb dich, dann die Schlampe, was nicht wert. Viele kommen, um zu gehen, nur das Bleiben fällt uns schwer. Zu wählen. Alter, übelst Gangster abgedreht, ne? Wie hier der, ich glaube, es ist ein Weißkopfseeadler, auf Contra K zufliegt und Contra richtig gut gemacht einfach. Weiter geht's mit seiner Fendi-Jacke. Hier sehen wir auch das Monogramm auf dem Kragen. Sehr edel. Kostet stolze 3000 Euro. Und Fendi hat Contra schon das ein oder andere Mal gerockt. Wenn wir beide uns nicht kennen, sag mir deinen Namen nicht. Wenn wir viele tausend haben, wir vergessen. Alter, ich sag, ich bin ein bisschen traurig, Digga, wenn ich die hocke, muss ich ehrlich sagen. Das berührt einen auf jeden Fall schon. Ich glaube auch, Contra macht hier seinem Herz Platz, weil es gab wahrscheinlich schon so viele Begegnungen, die irgendwie halt dann war halt irgendwann zu Ende oder es geht halt auseinander, man sieht die Person nie wieder. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Contra hier diesen Song geschrieben hat. Er sagt, yo, sag mir einfach von vornherein am besten den Namen nicht, weil dann werde ich später auch nicht enttäuscht, wenn du dann weg bist. Sag mir nee. Wir sind heute Brüder, doch morgen nicht mehr. Alle kranken Tausend. Was ich auch übrigens feier, Contra K kann sehr gut mit Tieren, als würde er irgendwie mit denen kommunizieren können, so. Auch das nächste Outfit sehr fresh. Wir starten mal mit den Sneakern. Sind die Nike Blazer mit dem snakefarbenen Swoosh und kosten 100 Euro. Sind ein sehr limitierter Sneaker und in den meisten Shops schon sold out. Hier gibt es noch ein paar Größen. Und wenn ihr weitere Shops habt, im Artikel auf immerfresh.de. Und da der Blazer an sich ein fresher Sneaker ist, haben wir euch noch eine Übersichtsseite mit allen aktuellen Blazern verlinkt. Checkt das ab. Die Jeans, die er dazu trägt, ist eine Amiri. Und hier ist die exakte. Auch sehr edel. Kostet allerdings stolze 1087 Euro. Contra K, by the way, trägt sehr oft auch Amiri-Jeans. Sehr oft auch die mit dem Schlangenmuster. Auch bei vielen Auftritten hatte er die an. Wenn er günstige Alternative dazu sucht, kannst du mal dieses Modell von Boohoo abchecken.
Das ist auch reduziert auf 33,60 Euro und passt am besten. Da die allerdings nur noch in wenigen Größen verfügbar ist, haben wir hier noch ein Modell für 50 Euro von Urban Classics, ebenfalls dieser Biker-Look. Wie oft sagt sie, ich lieb dich, dann der Bastard, was nicht wert. Viele kommen, um zu gehen, nur das Bleiben fällt uns schwer. So viele, Mann, ich weiß es schon nicht mehr. So, kommen wir zu Contra Cars Jacke. Ist eine Pilotenjacke, sehr fresh, auch innen gefüttert. Leider konnten wir die exakte Marke nicht erkennen. Aber dafür eine günstige Alternative, die auch zu einem sehr guten Preis verfügbar ist und in den meisten Größen reduziert. Hier zum Beispiel von 60 auf 46,39 Euro. Sehr guter Style. Es ist besser, wenn wir beide uns nicht kennen. Sag mir deinen Namen. Wenn wir viele tausend haben, wir vergessen. Ich meinte ja vorhin, zur Jeans kommen wir später. Ich glaube mittlerweile ist es einfach nur die ganz normale Stone Island Cargo, die halt zu verschiedenen Outfits kombiniert. Aber wer eine coole Slim Fit Jeans in Schwarz sucht, kann dieses Modell abchecken. Haben wir euch natürlich auch verlinkt. Hier sehen wir das nächste Piece, auch eine sehr coole Farbe. Ist ein Slim Fit Shirt in der Farbe Oliv. Hier haben wir eine sehr passende Alternative für euch rausgesucht. Passt auch von der Ärmellänge gut. Kostet 20 Euro. Wer ein Designermodell in diesem Look mag, kann einen Blick auf dieses Piece von Transit werfen. Kostet 102 Euro. Denn dieses Loch in meinem Kopf ist schon zu groß, mein Freund. All deine Werte, mega cute, ey. Mega süß. Denn eine Schlange wird kein Wort, nur weil die. Zack, hier können wir seine Rolex ausmachen. Gott sei Dank gibt es eine Szene, wo man sie ein bisschen besser sieht. Ist die Cosmograph Daytona in dieser Farbvariation und kostet 22.495 Dollar. Wir haben ein paar coole Alternativen für euch. Zum einen von Invicta. Hat eine gute Quali, hat nicht 1 zu 1 dieselbe Farbe. Dann dieses Piece von Emporio Armani, was mein Favorit unter den Alternativen ist. Also wer eine frische Uhr sucht, kann es auf jeden Fall abchecken. Hat ebenfalls den Cosmograph Look. Und was farblich am besten passt, wo ich aber nichts zur Quali sagen kann, ist diese Uhr von Bersiga. Kostet ein Huni. Abriss, alle! Yo, wer Contra K feiert, kann sich sein Album vorbestellen, Vollmond. Die limitierte Box kommt für die Jungs mit Polster und für die Damen mit Rucksack. Sehr stylisch, da kommen noch ein paar andere Accessoires mit rein. Könnt ihr reinschauen. Ansonsten, schreibt in die Kommentare, welcher Song als nächstes analysiert werden soll. Bis gleich im nächsten Video. Peace!